Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen! Hier ist mal wieder Raffi und heute öffnen wir Türchen 4. Beziehungsweise ihr habt das schon getan, da ihr dieses Video ja guckt und dafür müsst ihr die Tür geöffnet haben und ihr wisst schon, was ich meine. Auf jeden Fall bringen wir gleich schon mal zum Anfang einen stumpfen Witz an und zwar extra für den Kelchen. Der wollte nämlich, dass ich was mit Fischen bringe. Also Kelchen, hier nur für dich. Sagt der Walfisch zum Thunfisch, was soll ich tun, Fisch? Darauf der Thunfisch zum Walfisch, du hast die Walfisch. Okay. Gut, das war's. Ja, wir sind raus. So, ich will euch jetzt nicht hoffentlich mit meinem stumpfen Humor abgeschreckt haben, sondern will euch hier einmal Castle Crusher zeigen. Und zwar habe ich da auch schon an was ganz Besonderes gedacht. Erstmal wollte ich hier zeigen, das hier ist sozusagen mein Waffenlager, mein kleines Schmiedenlager, wo ich in einen Frosch oder so reingehe, der von außen total klein aussieht. Aber wenn man da reingeht, kann man einfach mal Kilometer laufen. Also wer weiß, wo wir hier uns gerade befinden. Wahrscheinlich in dem Dünndarm, in dem Dickdarm, der hier 1000 Kilometer lang ist. Und wir haben hier ganz, ganz coole Waffen. Aber ich habe mich halt schon entschieden, was für eine Waffe ich gerne nehmen möchte. Und zwar möchte ich die Kettensäge des Todes nehmen. Nein, sie heißt nicht wirklich Kettensäge des Todes. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt, denn die Waffen hier haben alle keinen Namen. Wie ihr hier sehen könnt, haben die spezielle Werte. Aber dies und vieles mehr seht ihr natürlich nicht in diesem Video, denn hier soll es nur um Weihnachten, Advent und Unterhaltung gehen. Hier könnte man noch reingehen in die kleine Arche, da hat man die ganzen Tierchen, die man gerettet hat. Einige von denen sehen ganz hübsch aus, andere so ein bisschen komisch und andere wiederum sehen aus wie genmanipulierte, was weiß ich, was das ist. Wir nehmen einfach mal das Vieh hier mit. Ich weiß nicht, was es kann. Es sieht einfach total strange aus. Und ja, deswegen nehmen wir das einfach mal mit. So, hallo, was kann das? Wow, gibt dir einen magischen Schub. Was für ein Rotz. Niemand möchte, dass mir ein Tier einen magischen Schub gibt. Komm, du bist dabei. Ja, die Katze. Ja. Aber hier, guckt euch das mal an. Was sind die alle süß, ey? Okay, das war jetzt ein bisschen doll. Ich hoffe, ihr habt die Lautstärke nicht zu weit aufgedreht, denn sonst sind jetzt eure Ohren geplatzt. Gut, und falls ihr noch mir zuhören könnt, da eure Ohren noch vollständig sind, gehen wir jetzt erstmal in das Level, in das ich gerne rein möchte, weil es mal wieder passt. Es hat nämlich den passenden Namen Schneewelt. Wer hätte es auch anders gedacht? Und hier zeige ich euch jetzt ein bisschen, wie das Spiel funktioniert. Wir prügeln uns hier durch die... Ja, nicht so. Wir prügeln uns jetzt hier durch die Ebenen und wollen die Leute hier verprügeln. Ja, wir haben hier einen Charakter, der eigentlich nicht ganz aus dem Spiel ist, aber er ist dazugekommen, da ich ein anderes Spiel besitze, was ich euch vielleicht auch noch vorstellen werde, weshalb ich jetzt nicht verraten möchte, welches es ist. Aber ihr könnt ja gerne mal raten, welches ist, denn ich glaube, einige von euch wissen das. Beziehungsweise eigentlich wissen das alle Leute, die irgendwie mal was mit Spielen zu tun haben. Oder wenigstens mal das Internet benutzt haben. So, jetzt kämpfen wir hier mal mit einer epischen Kettensäge und machen hier ein bisschen Stunk. Wie ihr sehen könnt, bin ich nicht ganz so schlecht. Und ich glaube, das macht ganz viel Spaß hier rumzukämpfen. Ja, hier holen wir ihn mal runter von seinem großen Thron. Das gefällt mir nämlich nicht, dass der hier die ganze Zeit mit seinen Schneebällen auf uns schießt. Und wie ihr seht, wir haben hier verschiedene Fähigkeiten. Einmal, das meine ich jetzt gerade da oben, das könnt ihr nicht sehen, weil ich kann euch nicht zeigen, was ich meine. Ich wechsle einfach mal hier. Haben wir einmal die Bombe, so ein Horn, ein Bumerang, eine Schaufel und Pfeil und Bogen. Und natürlich eine Stulle. Die gute alte Oststulle aus Berlin. Und die hier haben uns alle überrascht. Ich kann euch hier einfach mal zeigen, was hier die Oststulle aus Berlin macht. Denn die verwandelt uns in Hulk. Hulk ist wütend. Hulk wird euch alle vernichten. Ja, so ähnlich funktioniert das Ganze hier. Er trampelt einfach mal auf alle, nimmt hier alles hoch, verprügelt alles und wir sind einfach mal obermächtig. Aber leider,
ist das Ganze nur zeitlich bedingt, was ihr ja gerade gesehen habt. Und ansonsten, ja, wie weit hat euch denn bis jetzt eigentlich der Adventskalender gefallen? Also, falls ihr die restlichen Teile überhaupt mal gesehen habt oder hier euch denkt, hä, wieso ist dieses eine Video hier eigentlich allein stehen? Warum hat es so komisch Titel, ey? Ja, da kann ich nur zu sagen, Junge, du hast nicht aufgepasst, geh mal nochmal in die Grundschule. Ja, erst mal die Abonnenten dissen, ja genau, das ist richtig. So muss das sein. Ja, und wie ihr seht, oh, manchmal spritzt auch so ein bisschen Blut, wer hätte das gedacht? So, welche blutrünstigen Spiele spiele ich also? Aha, nein, eigentlich hat das Spiel echt einen guten Humor, falls uns die Zeit das noch zulässt. Ich weiß nämlich nicht, wie lange dieses Level gehen wird. Das kommt wahrscheinlich darauf an, wie gut ich mich anstelle. Werde ich noch ein anderes Level zeigen. Achso, was wir übrigens auch noch machen können, das kann ich auch mal kurz zeigen. Hier einmal kurz leuchten und einen Zauber machen. Da haben wir zwei verschiedene zur Auswahl. Einmal, ja, hier. Wir können Tränen verschießen und einmal so einen Goldini holen, sage ich einfach mal. Ein Goldini-Verschnitt. Und wir wollen hier jetzt nicht drauf gehen. Meine Energie ist aber schon etwas weiter runter. Ja, ihr seht ja hier meine Mana-Energie, meine Lebensenergie und meine Energie. Ihr wisst schon, was ich meine, ne? Also, ich habe heute mal nichts wirklich Großartiges vorbereitet, über was ich reden könnte. Wie auch sonst immer habe ich nichts vorbereitet und deswegen sage ich hier wohl ganz viel Es ist mal wieder verrückt. Überverrückt. So, seid ihr jetzt mal down hier? Danke. Du hörst mal auf hier mit deinen Schneeballen. Denn Schneeballschlachten waren damals auch in der Schule immer verboten. Denn da hätten ja Steine drin sein können, die ein Kind dann ins Auge bekommt. Ich hoffe, das ist niemals passiert. Ich habe es zumindest nicht mitbekommen. Habt ihr das mal in eurer Schule erlebt, dass jemand einen Schneeball geworfen hat oder einen Stein ins Auge bekommen hat? Ich hoffe ja mal nicht. Aber hier, seht ihr diesen Schnee? Bekommt ihr da nicht eigentlich Lust auf Weihnachten? Bekommt ihr da Lust auf den Schnee? Ich habe ja schon mal den Schnee angesprochen, dass ich ihn eigentlich nicht mag vor Weihnachten. Aber grundprinzipiell muss ich sagen, habe ich doch eigentlich nichts dagegen, wenn es vorher schneit. Denn eigentlich tief in uns allen finden wir Schnee richtig schön und können nicht auf Schnee verzichten. Denn wenn erstmal Schnee da ist, werden unsere Herzen weich. Und die Liebe entfacht von uns allen im Geiste. Okay, ich weiß nicht genau, was das war, aber es war sehr schön und tiefsinnig. Ich hoffe, ihr habt alle eine Träne im Auge gehabt, denn das ist das, was ich mir hoffe. Und hier nehmen wir ein bisschen Süßigkeiten ein, auch ist ja fast wie Silvester und Weihnachten auf einem Tag. Wir können Leute verprügeln ohne Ende. Und dürfen auch noch Süßigkeiten einsammeln. Ach, das ist einfach wunderbar. Und kriegen dafür mal wieder ordentlich eine Reihe von Eskimos. Nein, Eskimos ist nicht richtig. Inuits heißt das nämlich. Ja, ja, Leute, ich weiß, wie man das fachlich korrekt sagt. Man sagt ja auch nicht das böse N-Wort zu Schwarzen, sondern hochpigmentiert. Wobei ich mir sage, wenn du jetzt jemanden hochpigmentiert nennst, klingt das jetzt besser. Kann man nicht einfach Mensch zu ihm sagen, ach, hier steht Pinguin, hallo Pinguin, oh ja, Pinguin. Warum schalte ich hier einfach die Sachen durch? Ich weiß auch nicht. Mir war gerade so, das war einfach zu einfach, das Level, deswegen musste ich hier mal kurz ein paar Sachen durchschalten. Nein, ich habe mich hier nur ein bisschen verklickt. Was ich zur Steuerung sagen kann, ich finde sie eigentlich ganz angenehm. Man sollte es nur nicht stundenlang spielen, weil, naja, ich muss sagen, ich kriege da schon öfter mal einen Krampf in der Hand. Weil Angriffe funktionieren hier einfach nur mit W und S. Blocken kann man hier tatsächlich auch, was ich nie mache, denn das befindet sich auf Steuerung. Geht das auf beiden Steuerungen an? Na, dann ist es ja gar nicht so kompliziert, wie ich gerade festgestellt habe. Vor allem, ich stelle die besten Sachen natürlich immer nur in den Videos fest. Wie zum Beispiel, dass Steuerung auch auf dieser anderen Seite geht. So, und hier können wir jetzt mal unser Horn benutzen. Ich weiß nicht mehr genau, was passiert, aber machen wir es mal. Nee, so war das nicht ganz richtig. Hallo? Ach, dann kommt hier ein anderes Ding raus. Alles klar. Gut, danke. Danke für deine Aufmerksamkeit. Wir gehen mal durch die Höhle. Ich weiß gar nicht, wo wir landen müssen. Hallo? Nein, ich will dich nicht mitnehmen. Ich möchte meinen Tigerle behalten. So, jetzt sind wir in der Höhle. Hervorragend. Das finde ich jetzt übrigens sehr ungewohnt. Wir laufen jetzt plötzlich von rechts nach links. Das ist für, naja, für die, ich sage jetzt einfach mal, für uns Deutsche ist das sehr, sehr ungewöhnlich.
Weil, also ich muss sagen, persönlich, ich komme damit nicht unbedingt zurecht. Ach ja, hier ist mal wieder unser Freund, der Schneemann. Jack Frost. Nein, nicht Jack Frost. Jack Frost ist cool. Habt ihr diesen Film gesehen? Ach man, wie heißt das denn? Übrigens, die Schilder haben uns gerade verwiesen, wir sollen zuhören, was hier kommt. Hier müsste ich jetzt irgendwie blocken. Ja, okay. Wir können doch einfach hier durchlaufen. Wir können durchlaufen, habe ich gesagt. Bitte, ich sagte, wir können hier auch einfach durchlaufen. Ach man. So viel zu, wir können hier einfach durchlaufen. Mann, oh, ich will... Ich laufe hier auch in alles rein. So, ja, ist okay. Ich höre jetzt mal darauf, was hier kommt. So, dann kommt das. Dann kommt gleich nochmal. Dann kommt jetzt das. Und dann nochmal. Und dann nochmal. Und dann kommt jetzt Pfeil und Bogen. Und nein, das war zu knapp. Ah, kommt nochmal. Und jetzt können wir euch endlich mal hier besiegen, ihr Eskimo Inuitikos Kaskoskala. Habt ihr verstanden, was ich gesagt habe? Wenn ja, dann schreibt es jetzt in die Kommentare. Denn ich habe es nicht verstanden, ehrlich gesagt. Also was ich sagen wollte, wir Deutschen finden es halt sehr ungewöhnlich, wenn ein Level plötzlich von rechts nach links geht, weil wir sind daran gewohnt. Unsere Norm setzt einfach voraus, dass wir alles von links nach rechts machen. Wir lesen von links nach rechts, genauso wie von oben nach unten. Wenn plötzlich ein Text von unten nach oben zu lesen wäre, wäre extrem komisch für uns, oder? Ach, jetzt kommt hier mal der Jack Frost. Der hat sogar ein bisschen Leben und ich weiß jetzt schon, das wird nicht ganz nett. Ja, ja, ist okay. Der freut sich hier seinen Ast. Der hat nämlich ein bisschen Energie und lacht mich aus. Ja, ist okay, danke. Nein, hörst du hier auf. Und ich treffe ihn einfach nicht. Ich treffe den. Hör auf zu lachen, ey. Ich fühle mich doch schlecht. Jack Frost, ich habe kein so gutes Selbstwertgefühl. Deswegen, hör auf zu lachen. Ehrlich, ich fühle mich da nicht so gut. Ach, Mann. Könnte ich ihn jetzt mal bitte treffen, Bomber? Bomber? Hör auf zu lachen, bitte. Ich spiele schon so schlecht wegen dir. So, was haben wir denn jetzt eigentlich hier noch? Bomben, Pfeil und Bogen. Normalerweise hätte man hier noch Tränke, aber ich habe gerade keinen, wie mir aussieht. Ja, toll, super. Ich laufe natürlich genau ins Eis. Und da ist auch eine Prinzessin. Also hier rum geht es halt, Prinzessinnen zu retten. Und aber auch eigentlich den Kristall und das Königreich zu retten, sage ich jetzt mal. Nein. So, jetzt kann ich mich immer so ein bisschen konzentrieren. Ja, super. Jetzt haben wir ein bisschen Schaden endlich mal gemacht. Ja, genau. Jetzt kommen seine komischen Eiszapfen hier. Ja, ja, ja. Hör auf zu lachen. Jack. 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 Das war knapp. Das war echt sehr knapp. Ja, ja. Freu dich. Ein Ast, ey. So, hör auf zu lachen, ey. Ehrlich. Ich hab das sowas schon gesagt, oder? Nein, ey, ich bin einfach zu schlecht. Ich bin zu schlecht für dieses Spiel. Aber das wisst ihr ja selber, dass ich nicht den größten Skill der Welt habe. Aber dafür lebt ihr mich ja. Dafür seid ihr meine Untertanen. Auf meinem Kanal. Nein, seid ihr das? Nein, ihr seid es nicht. Denn ich habe ja keine Untertanen. Aber es wäre schön. So meine Leibeigenen, ja, ja. Das klingt jetzt irgendwie alles falsch, was ich hier sage, oder? Ah, ich könnte auch einfach stehen bleiben. Das ergibt natürlich mehr Sinn. So, ich habe ihn wenigstens noch erwischt. Hat er verdient. Die kleine Sorge. Jetzt komm mal her, du Schneekönig. Eieiei, das war knapp. Das war knapp. Ich möchte auch nur die Prinzessin befreien. Außerdem, das Level dauert hier schon viel zu lange. Ich weiß zwar gar nicht, wie wir gerade zeitlich sind, aber das gucke ich gleich. Ich habe hier nebenbei meine Uhr mitzulaufen, nur kann ich gerade nicht gucken. Wenn ich hier gerade meine Finger auf der Tastatur habe und ich möchte sie auch gerne auf der Tastatur lassen. Das Schwierige hieran eigentlich an diesem Level ist, dass dieser Boden hier total rutschig ist. Und das mag ich nicht so ganz. Aber das habt ihr bestimmt selber auch schon mitbekommen, oder? Hör auf zu lachen, Mann! Du kleiner Hanks, du kleiner Tom Hanks, ja?
Du denkst wohl, du wärst cool. Bist du aber nicht, denn ich trage einen Zylinder und du nur eine Eiskrone, die schmilzt im Sommer. Oh, ich war gar nicht eingefroren. Ich dachte, ich war eingefroren. Ach, Mann! Dieser kleine Schlingel hier, ja, der entkommt mir ständig. Ich treffe ihn einfach nicht. Aber ihr wisst gar nicht, wie schwer das ist. Ja. Ja, komm. Ja, immerhin ein bisschen Leben habe ich ihn wieder abgezogen. Ich lach auch gleich. Zum Teufel mit dir. So kleiner. Ja. Das war endlich mal eine gute Trefferserie. Ja, da hätten wir fast getroffen. Oh, jetzt hast du da ja völliger als. Wenigstens einmal getroffen. Ja, hör doch mal auf hier mit deinen ganzen Eiszapfen. Kannst du noch was anderes, bitte? Bitte? Nee, der macht nichts anderes mehr anscheinend. Jetzt haben wir ihn fast. Ja, jetzt kommt wieder seine... Ey, sag mal. Oh, wer hat das konzipiert hier, diesen Dreck? Ich meine, ehrlich mal, ja... Ach, fast. Wenn ich dich da einmal erwische, du kleiner Hengst, dann hast du nichts mehr zu lachen. Mann, der ist aber auch so schnell. Ja. Na, was? Er hat das überlebt? Er hat das überlebt? Komm schon. Ja, ich habe ihn erwischt. Er friert ein. Er friert selber ein. Goodbye. Ciao, Bella Italia. Es war mir wie immer eine Freude. Genau. Und am Ende jedes Level, wenn man halt einen größeren Boss besiegt, gibt es hier so eine Truhe. Und dann kommt die epische Musik überhaupt. Da würde ich am besten aufstehen und tanzen, ey. Tanzen! Oh yeah! Woo! Und nebenbei gesagt, das Gold hier würde ich auch gerne haben. Ja, dann wäre ich so ein bisschen reicher als reich. Und dann können wir natürlich hier noch die coole Prinzessin befreien und dürfen noch mal richtig rumknutschen. Und dann kriegen wir natürlich nebenbei noch mal ein paar Stats, wie es gelaufen ist. Aber leider kann ich euch das nicht mehr zeigen, was ich euch zeigen wollte. Vielleicht mache ich dazu noch mal ein Special-Video, unabhängig von dem Adventskalender. Aber die Zeit ist jetzt rum. Es sind schon wieder 17 Minuten gewesen. Hier seht ihr noch mal kurz meinen Skillbaum. Hier kann man halt noch ein paar Punkte reinsetzen, ne? Okay, ich würde sagen, das war's von mir aus. Wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin und wir sind raus.